So, hier sind wir auch schon wieder im schönen Schweden außerhalb des Bunkers. Wir Ja, du wollten warst euch einfach zu das, dunkel. ja, wir wollten euch das ganze Rausgelaufe da drin in diesem Irrgarten ersparen. Ja. So. Du, die Eins haben wir gerade, habe ich gesehen, da brauchen wir nicht mehr hinzulaufen. Ja, also zum beenden wir die Mission oder starten wir die Mission oder führen die Mission fort. Der Weg der Götter. Ja. Wo müssen wir denn jetzt dafür hin? Dafür müssen wir geradeaus zum Haus wieder. Okay, ich komme. Mir nach. Ups. Richtung Kirche zu Ja, dem ich habe nochmal in Haus. die andere Richtung geguckt, ob da irgendwas gab, irgendwie haustechnisch oder was. Weil den Ja, Bunker da hätten kommen wir wir. ja auch übersehen, hätte ich nicht nach diesen Häusern hier geguckt. Nach den Hütten. Und der Bunker war, ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, warum wir hier rüber Ja, sind. aber der ist auch gar nicht auf der Karte markiert. Von daher hätten Ist, wir glaube den ich, kein wahrscheinlich. Bunker. Ne? Wir wären vorbeigelaufen. Irgendwo schwebt wieder einer rum. Ah, hier bei der Kirche. Doch, wir sollen hier im Haus weiter nach Hinweisen suchen. Hier in dem Raum. Oh, die Kiste habe ich ja auch noch gar nicht Also gesehen. hier am Kühlschrank war das Schreiben, was ich gefunden habe. Das war das Handschriftliche, was er geschrieben hatte. Haben wir schon. Kann es sein, dass die Mission einfach verbuggt ist? Geht auch nicht immer vom Negativen aus. Ja, weil hier haben wir doch eigentlich alles schon durchsucht. Ich gehe gucken nochmal oben. Ich gehe auch extra langsam um, damit ich alles sehe und nichts übersehe. Radio. Am Ende des Pfades. Götter. Ende des Pfades der Götter. Was ist denn der Pfad der Götter? Ist das eine Straße oder was ist das? Weil, wenn das eine Straße ist, dann könnte es vielleicht einfach am Ende dieser Straße sein. Achte mal auf die Bilder, vielleicht sagen die auch was aus Warte anderen. mal. Nee. Antennensignal. Warum ist das jetzt auf der Karte aufgetaucht? Relais-Antennensignal. Komisch. Ja, wie Oh, gesagt. ne? Also, dann mal probieren. Ja, guck mal, suche im Haus nach dem Hinweis, ist das schon rum. Du bist einer. Okay. Machst du Musik an? Du magst die Musiker? Und wir sollen jetzt Ja. nach einem Steinhaufen suchen. Auf einem Hügel. Genau. Den Hügel auf dem. Den Hügel in der Nähe. Da war was. Ja, ein Hügel kann aber auch sehr viel sein, ne? Also, hier ist ja alles Gebirge und alles. Ich würde sagen, wir teilen uns hier ein bisschen auf. Ich gehe hinterm Haus mal gucken. Ich gehe mal bei der Kirche gucken, weil Pfad der Götter, Kirche, Götter, Pfad. Ja, das kann sein. Ich habe irgendwo eine Antenne. Die wurde mir gerade angezeigt. Alter. Es donnert schon wieder.
Bei dir vielleicht. Also ich bin jetzt auf dem Berg. Sehe keinen Stein. Haufen. Ist auch so ein bisschen blöd, dass man nicht weiß, wie groß dieser Steinhaufen ist. Ach, das wird so ein Steintürmchen sein wie vom Bunker. Ich schaue nochmal. Hügel. Ins Lock. Ich gehe aber auf die andere Seite von der Straße und guck da nochmal. Aber es lotst mich als ins Haus rein. Ja, mich auch. Also da, deswegen dachte ich ja vielleicht, dass es verbuggt wäre. Aber das haben wir ja schon vom Haus da quasi. Die haben wir ja schon genommen. Alter, ich kann von oberhalb vom Berg kann ich in den Bunker reingucken. Weil da so ein Glitch, so ein Bug ist gerade. Ich kann voll. Man könnte theoretisch so eine Karte erstellen davon. Sind wieder Roboter bei mir. Musst du dir mal ansehen hier. Wenn du in meine Richtung kommen solltest. Voll richtig riesen Bug hier. Da unten ist geboren. Nee, was ist das? Ist das ein Lufteinlass von dem Bunker? Oh, da laufen wieder zwei große Roboter. Ist so ein Zeltlager ist da, glaube ich, noch. Schau noch mal hier, wo wir das Riesenviech kaputt gemacht haben. Ja, schau noch mal und dann würde ich sagen, kannst du ja in meine Richtung kommen. Dann können wir noch mal hier oben gucken, weil ich habe ja auch noch was gefunden. So ein Zeltlager. Allein gehe ich da jetzt wieder nicht hin. Dann können wir zusammen gucken. Außerdem sind, ja, da, große, sind da so mittelgroße Biester, sag ich mal. Ich bin oberhalb vom Bunker. Auf diesem Gebiet da. Okay. Nochmal aus dem anderen Winkel gucke ich nochmal kurz dahin. Also. Ja, das sind Zelte, aber das sind auch Roboter. Sind auch Toto-Roboter sind auch da. Und ich glaube, da ist noch sowas wie so ein Bunkereingang. Vielleicht waren wir schon da, aber halt noch nicht draußen. Dann kann ich dir auch gleich mal den Bug zeigen, den ich gefunden habe wieder. Der Pfad, der müsste ja dann eigentlich irgendein Trampelweg oder so sein, irgend sowas. Könnte auch der Weg sein, der hier ist, weil das ist, der sieht ja nicht aus wie so eine richtig ausgebaute Straße. Hier ist auch ein Weg. Ja komm, wer sieht mich denn hier andauernd? Ich komme mal zu dir. Hä? Ist der denn? Hier ist ein Bunkereingang und der wird mir wieder angezeigt als Mission quasi. Aha. Jetzt regnet's bei mir. Ja, bei mir auch. Komm mal zu mir gleich, ich will dir was zeigen. Das sieht echt lustig aus. Also man könnte sich wirklich genau die Umrisse von der Karte hier zeichnen. Also von dem Bunker. Ich habe nur Angst drüber zu laufen, dass ich nicht von der Map falle.
Wie bei anderen Spielen. Hier, guck mal. Siehst du das? Ah ja, 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 ja. Kommst du mit mir kurz, wenn du da fertig bist? Hast du hier in dieser Tür auch so ein Missionszeichen? Well. Warte. Nee. Deaktivier mal eine. Welche Mission hast du denn angewählt? Ich habe gerade gar keine angewählt. Also ich hab keine angewählt. Ich wusste jetzt nicht. Wie hast du denn angewählt? Dann wähle ich die selber an. Der Vater Götter oder so. Verfolgen. Ist immer noch da. Nee, ich habe doch keine Mission. Ich bin hier auch rausgekommen vorhin und irgendjemand sieht mich. Mich auch. Aber irgendwas weiß es. Ja. Es wird nicht gelb. Wollen wir dahin, was ich vorhin meinte? Da unten, zu dem Zeltlager? Ja, können wir hin. Das ist hier bei mir, da hinten. Bei mir, da hinten. Ja, bei mir. Kein stummer Schell. Der Große ist wieder auf der Brücke, der vorhin verschwunden war. Ach, vielleicht war er nur Kaffee holen oder so. Er war pinkeln. Ja, oder so. So. Ein Großer, da links ist auch noch ein Großer. Sag, nice, wenn du bereit bist, dann halte ich voll drauf. Bereit. Einen haben wir. Der läuft irgendwie komische Runden hier, ey. Oh, da oben ist noch ein Großer. Links von dir ist auch noch einer. Bist du denn? Ich suche. Ich wollte einmal rumgehen, quasi, dass ich ihn abknallen kann. Ich kann ihn nicht looten. Ja, ich auch nicht. Ah, doch, hock dich mal hin. Und geh quasi in ihn. Alter! Was denn? Ich hab mich in ihn reingehockt. Da bin ich weggeflogen. Echt? Ja. Tot? Ja. Und zwei Roboter lootet. Also. Auf. Hab zwei gekillt. Da ist aber noch einer. Hier sind Soldaten. Hä, den kann ich auch nicht looten, ey. Was ist das für ein Scheiß? Ah, die haben doch eh nur ein, zwei Munition immer dabei. Oh, hier gibt es irgendwas. Briefe gibt es hier. Und Bucky
Ich kann hier gar nichts looten. Du auch nicht? Nee, das geht nicht. Die sind alle buggy. Aber hier gibt's ganz viele Sachen, Tim, die du Munition und so ein Scheiß. Und noch eine Waffe. Und wie gesagt, hier ist auch noch irgendwas zu lesen. Ja, das habe ich schon. Okay. Ich wollte es gerade aufheben, ist verschwunden. Da warst du schon hier. Ich habe extra nicht aufgehoben. Ja, es wäre nur toll, wo ist hier das zum Lesen hin? Ablegen, ablegen. Weißt du noch, wie es hieß? Nein, nicht so wirklich. Dann würde ich auch nochmal. Ah, okay. Hast du gefunden? Nee. Hört sich gerade so ein Ah, okay. Ah, nee, das ist kein Eingang. Ich guck auch mal. Ah, man, die Statistik gucken. Längste Zeit im Kampf, 49 Tage. Okay. Was? ...156 Maschinen zerstört. Abgelenkte Maschinen 0. Zu Fuß 371 Kilometer gelaufen. Wo ist das denn? Ah, hier bei Lok. Lok. Maschinenbaupläne. Kassetten kann man auch nicht anhören. Ja, keine Ahnung, wo das ist zu lesen. Boah, 535 Kilometer gelaufen. Zeit im Kampf 497 Tage. Es ist schon über anderthalb Jahre vergangen. Ich glaube, das sollte Stunden heißen oder so. Oh, hier unten ist noch ein Zelt. Ich weiß nicht, ob du schon hier warst, aber ich glaube, hier gibt es nichts. Irgendwie ist das Spiel so schnell bei mir, wenn ich jetzt renne, das ist... Ja, man rennt also irgendwo gegen, ne, weil man zu schnell ist. Nee, irgendwas ist gerade ein bisschen buggy. Ist das Spiel zu schnell oder bist du zu schnell? Also, wenn du irgendwas ausgebildet hast quasi, kann ja sein, dass du dadurch schneller wurdest. Weißt du? Weil ich auch nichts looten konnte hier hinten. Ach, guck mal, das ist dieses Zeltlager, wo ich sowieso hingehen wollte am Anfang. Ja. Ach ja. So, ja, stimmt. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück. So in die Richtung. Gucken dann. Hier ist noch eine Mission. Wo? Hier bei dem Traktor, bei dem Bauernhof da unten. Gemeinsam stark. Ach so, die haben wir da gefunden. Was ist denn da für eine Mission? Was sollen wir denn da machen? Mission gemeinsam stark. Findet den Unterschlupf auf Nora Sandholm. Das sind wir. Ja, da sind wir ja gerade. Okay, also ab zu 1. Jo. Da oben ist der Eingang wieder. Vom Bunker. Ja, ich glaube, es ist wirklich manchmal ein bisschen buggy noch. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil. Wenn man dadurch jetzt nicht weiterkommt, ist halt ärgerlich, ne? Das wäre ja nicht so schön. Ich höre wieder Roboter. Ja, ich auch, rechts. Du hast ja gesagt, es ist eine Fahrt. Wollen wir mal hier den Pfad hier entlang? Obwohl, ne, da kommen wir wieder zur nächsten Stadt, da kommen wir zu weit weg erstmal von hier, ne? Ne, schau mal, da laufen wir nur der Länge nach die Insel ab, aber da kommen wir wahrscheinlich eh noch hin.
Ja, ich würde sagen, erstmal gucken, was bei der 1 ist, und dann können wir entscheiden, wo wir hin wollen. Genau. Dann. Wo war die? Ah, da. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, vielleicht finden wir ja nochmal den Steinofen hier irgendwo auf dem Weg. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Oh, sind wieder große, oder? Ja. Ich komme. Bescheid, Bescheid. Oh, bei mir sind auch noch die Kleinen wieder. Ah, toll. Ich hoffe, der Dicke ist nicht dabei. Der ganz große. Kann man hier wieder looten wenigstens, ja, oder geht das auch das nicht geht, mehr? Das geht. Oh, da kommen wieder welche. Nee, das kann ich auch nicht looten. Ich muss mich hinsetzen. Also ich würde sagen, wir starten mal das hier neu. Ne, auch wenn ich mich hinsetze, passiert nichts. Dann lass uns mal runterschlüpfen. Ja, chill. Ja. Da oben. Hier noch hoch. La 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 la. Bist du da? Ja. So, lass uns doch gleich die Folge beenden, 21 Minuten. Dann kannst du neu starten. Alles klar. Warte. Geht nicht aus, okay. So. Und damit ein schönes kleines auf Wiedersehen von Generation Zero. Passiert mir auch. Ja. Ich denke auch als. Und dann bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.